Was für eine Wahl haben wir? Wie viel unseres Schicksals haben wir eigentlich in der Hand? Jeder kann sich ändern. Der Mensch ist nicht nur frei. Und deswegen bleiben auch viele im Extremismus. Auch andere Aussteiger sind definitiv ein Beispiel dafür, dass man sein Schicksal eigentlich in der Hand hat. Mein Name ist Falk, bin 26 Jahre alt und bin im wunderschönen, behüteten Kreuzberg aufgewachsen und mit 14 Jahren dann damals auf die schiefe Bahn in die rechte Szene geraten. Wir waren mit mir in der Klasse zwei Deutsche und dementsprechend war man natürlich auch notgedrungen, die zwei Deutschen zusammengehalten. Man passte halt einfach nicht dazu, allein sprachlich gesehen schon. Ich war einfach nur außen vor. Meine Mutter war alleinerziehend, ich habe meinen Vater aber trotzdem regelmäßig gesehen. Ich habe auch jetzt immer noch einen relativ guten Draht zu ihm. Klar, was in der Schule los war, habe ich erzählt. Ich habe auch natürlich mit meinem kleinen Bruder drüber geredet, aber jemand, der 7 Jahre jünger ist, der hat da ein paar andere Probleme als das, was da ein Teenager gerade durchmacht. Kam welche auf mich zu, meinten, ja komm, wie wär's mal mit wir haben da am Wochenende ein Fußballturnier, wenn du willst, kannst du mitkommen. Klar, guckt man sich das an, besonders wenn man 14 Jahre alt ist und da welche so 17-, 18-Jährige auf einen zukommen, fühlt man sich natürlich schon geehrt. Man fühlte sich auf einmal nicht mehr alleine, man fühlte sich irgendwo auch geborgen. Man hatte jemanden, mit dem man über Sachen reden konnte und dementsprechend hatte man keine Probleme mehr. Allerdings muss ich auch sagen, nachdem die Mitschüler mitbekommen haben, mit wem man da dann in der Oberschule rumhängt, hatte ich auch relativ schnell sehr viel mehr Ruhe, als ich vorher hatte. Das hat natürlich einem auch einen gewissen Selbstwertgefühl und einen gewissen Boost nach oben gegeben. Ein bisschen Musik dann noch mitbekommen, habe auch anfangs gar nicht mitbekommen, dass es rechtsextreme Musik ist, fand sie nur interessant und dachte mir dann so, man kann sich ja mal auf YouTube informieren, was es da noch so gibt. Der erste Track, den ich gehört hatte, war von Sleipnir, Unbekannter Soldat. Ich fand, das war irgendwo angelehnt zwischen den Rock und Pop, den man sonst so hörte, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist schwer zu beschreiben. Und man dachte so, okay, was ist das jetzt? Aber es klang erstmal nicht schlecht gemacht. Und einige der Foren, die nicht nur Musik zur Verfügung gestellt haben, haben halt auch, ja, würde ich jetzt sagen, alternative Geschichte betrieben. Man glaubt ja der Musik, also wird das, was in den Foren steht, auch wahr sein. Man hat dann zum Beispiel auch angefangen, die Bombardierung von Dresden in Frage zu stellen, ob die Zahl der Toten, die dort in den Geschichtsbüchern genannt wurde, mit dem übereinstimmen kann, was damals wirklich gemeldet wurde. Ich habe auch im Unterricht Sprüche von mir gegeben. Zum Beispiel die Sache mit Dresden habe ich gesagt, das kann ja gar nicht hinhauen. So und so viele waren in der Stadt, so und so viele, die gestorben sind oder verbrannt sind, wurden ja gar nicht erst mitgezählt. Also kann die Zahl 25.000 gar nicht hinhauen. Ich denke mal, meine Mutter hat es irgendwo realisiert oder zumindest teilweise mitbekommen. Aber ich denke mal, sie wird das als Jugendsünde oder, ach, er ist ein Teenager, der wird seine Phase haben, ich lasse ihn erstmal machen, abgetan haben. Mit Ende 16 war ich dann auf meiner ersten Demonstration gewesen und habe dort meinen damaligen Führungskameraden dann kennengelernt gehabt. Der war 10, 12 Jahre älter, so um den Dreh. Ehemals ein normales Mitglied sozusagen gewesen, der frisch zu dem Zeitpunkt aus dem Knast kam. Wir waren zufällig nebeneinander und kamen dann halt ins Gespräch. Erstmal, wie die Demo läuft, dann hat man sich natürlich über die Schikanen der Polizei beschwert gehabt. Und dann, dass der linke Gesocks da der Meinung ist, die Straße zu blockieren, das geht ja nicht. Und so hat man dann halt Stück für Stück dann auch Vertrauen gefasst und am Ende der Demo, ach, hier hast du meine Nummer, kannst dich ja mal melden. Er hat sich dann bei mir gemeldet gehabt, daraufhin waren wir dann in einer szenekundigen Kneipe dann erstmal was trinken gewesen. Und dann waren wir halt der Meinung, ach ja, man kann ja mal ein paar Sachen machen, mal gucken, was draus wird. Ende 2009, Anfang 2010 waren wir dann der Meinung, okay, wir haben jetzt ein paar Leute um uns geschart, wir können ja auch eine Gruppe gründen. Und so fing dann die Geschichte unserer gesamten Gruppe dann an. Die Kameradschaftsabende waren immer einmal die Woche gewesen, meistens in irgendwelchen Lokalitäten. Später hatten wir auch eine Stammkneipe gehabt für sowas. Man hatte einen Kameradschaftsführer, wir haben natürlich auch einen gewissen Schatzmeister gehabt, weil irgendwo gewisse Einnahmen man natürlich auch hatte. Ich war mit einer Führungsperson, ja. Ich habe mich um das gesamte Webinterface gekümmert gehabt, um die Internetauftritte. Ich habe mich darum gekümmert, teilweise um die Finanzen und halt war bei den Aktionen dabei. Wir haben Aktionen geplant, wir haben Rechtsschulungen gehabt, beispielsweise Umgang mit der Polizei. Wie verhalte ich mich bei Festnahmen, wie verhalte ich mich bei Kontrollen, wie verhalte ich mich bei Hausdurchsuchungen? Also was wurde natürlich auch geschult.
Man hatte Zeitzeugenvorträge, die natürlich politisch so ausgerichtet waren, dass der Zeitzeuge auch das aussagt, was man gerne hören möchte. Wir hatten auch eine ganz klare Ordnung. Anglizismen zum Beispiel durften nicht verwendet werden. Wer Anglizismen verwendet hatte, durfte in dem Fall einen Vortrag darüber halten, was dieses Wort eigentlich auf Deutsch bedeutet. Sehr kompliziert, wenn man denn sowas wie CD verwendet. Eine mobile Scheibe zum Beschreiben von Daten. Die komplette Sprache war eigentlich auf links oder in dem Fall auf rechts gedreht. Man sagte nicht mehr Internet, sondern Weltnetz. Oder das, was die Post irgendwann einführte, die E-Post, war für uns standardmäßig. Wir hatten keine E-Mails, wir hatten E-Post. Meine Mutter kam da nicht mehr wirklich an mich ran. Ich habe das alles abgeschottet und da war es mir auch relativ egal, was sie sagte, muss ich sagen. Der Schlüsselmoment war eigentlich ein Stück weit nach meinem Outing gewesen. Also die Antifa hatte dann irgendwann natürlich auch die Schnauze voll gehabt von unseren ganzen Aktionen. Hatte unsere gesamte Führungsriege geoutet gehabt mit Name, Adresse und teilweise auch Arbeitgeber. Und es folgten natürlich auch Aktionen, in dem Fall zwei Attacken gegen meine Person. Meine Gruppe war damals in der Meinung, ich kann ja meine Freundin, die nicht Teil dieser Gruppe war, mit in die Szene bringen. Wo ich dann erst anfing nachzudenken, Moment mal, die Person, die ich liebe, soll ich jetzt in die Gruppe mit reinbringen, wo ich so viel Stress mit der Antifa habe, wo ich so viel Stress mit der Polizei habe und soll ich dieser Gefahr aussetzen? Nee, das möchte ich nicht. Und da habe ich dann angefangen, nach einem Ausweg zu suchen. Ich hatte mich dann mit Exit Deutschland in Verbindung gesetzt gehabt. Es ging auch relativ schnell, das erste Treffen mit Exit, direkt mit dem Gründer. Und seinen ersten Kommentar werde ich auch nie vergessen. Er fragte mich dann, ob ich ein Problem hätte mit einer kapitalistischen Cola von McDonald's. Also so das komplette Gegenbild, wofür man als Nationalsozialist steht. Der komplette Kapital, McDonald's, der Todfeind, der Unterstützer Israels und dann soll ich da eine Cola trinken. Man kriegt irgend noch eine Gegenfrage am Ende und dann so, kannst du ja mal darüber nachdenken. Und dann lässt man demjenigen mal so 2-3 Tage Zeit, dass man darüber wirklich nachdenken kann. Ich habe hab dann halt auch noch wieder andere Quellen mir aufgetan, richtige Reportagen mir angeguckt, Bücher, die vielleicht noch wirklich aus der Zeit stammen, mal durchgelesen und dann einfach verglichen. Und dann festgestellt, scheiße, ist ja doch so, wie es im Unterricht war. Einen 15-Jährigen zu rekrutiert zu haben. Ich würde jetzt nicht mal sagen, irgendwelche körperlichen Auseinandersetzungen oder so, sondern wirklich, dass ich einen 15-Jährigen damals mit in diese rechte Szene gebracht habe. So wie man es damals bei mir auch halt gemacht hatte. Ich hatte mir damals erstmal angeguckt gehabt, in welchen Foren er vertreten ist oder in welchen Gruppen. Und daraus mir dann ein paar Stichpunkte gemacht gehabt, beispielsweise Umweltschutz. Ich glaube, 1,5-2 Monaten schreiben. Da hatte ich ihm auch dann inzwischen schon Musik geschickt gehabt, die er dann auch gar nicht mal so schlecht fand, weil ich hatte natürlich mich vorher informiert, welche Musik er hört. So, ob es jetzt eher Rap ist, ob es jetzt Hip-Hop ist oder eben Rock, Pop. Er wurde dann in meine Kameradschaft mit eingegliedert. Der Hund hat doch keine Wahl. Der Hund geht zum Scheiß in New Yorker und denkt, er hätte was entschieden. Haben wir wirklich eine Wahl oder war alles schon entschieden in dem Moment, in dem wir geboren wurden? In einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, an so einem Platz in der Geschichte. Eine Gesellschaft, eine Nation, ein Glaubenssystem, eine Religion, eine soziale Schicht, eine Familie, ein Clan. Eine Kette von DNA. Geboren in die lokalen, momentanen Gesetze, Regeln, Ethik, Moral. Was für eine Wahl haben wir? Und können wir ihm jemals entkommen? Dem Leben, in das wir geboren wurden? Man hat definitiv eine Wahl. Jeder kann sich ändern. Ich bin ein Beispiel, und auch andere Aussteiger sind definitiv ein Beispiel dafür, dass man selber sein Schicksal eigentlich in der Hand hat. Im Prinzip hat jeder die Wahl, die er treffen möchte. Es sind halt seine eigenen Entscheidungen. Man sollte definitiv mehr auf seine Umwelt achten und auch den Dialog suchen, egal mit wem.